Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Happy Montag! Ihr konntet auf Instagram abstimmen, welches Video als nächstes kommen sollte und das war wirklich, wirklich, wirklich knapp. Freunde, entweder Zara oder Natascha war die Frage und die meisten von euch haben sich für Zara entschieden. Falls ihr Zara nicht kennt. Wer kennt Zara nicht? Freunde, Zara gibt es überall, in jeder Stadt, egal ob klein Lummersdorf und Nimmerland oder New York. Zara hat wirklich so ein bisschen den Fast-Fashion-Modemarkt erreicht. Und jetzt wollen sie auch in die Beauty-Richtung gehen. Ich erinnere mich, dass es vor 2 Jahren mal eine Lippenkollektion gab. Da war ich irgendwie noch nicht so hinterher. Jetzt sind sie aber wirklich mit gefühlt allem rausgekommen und ich habe gefühlt alles gekauft. Es gab sehr, sehr viele Lippenprodukte. Sehr viele in hunderten Farben. Nagellacke in, ich glaube, 30 Farben. Verschiedene Produkte für die Base, verschiedene Produkte für die Augen. Sehr modular, also man kann alles selber zusammenstellen, je nachdem, wie man das Ganze möchte. Und ich habe so ein paar Sachen mit ausgesucht und die werden wir heute testen. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts. Gemeinsam zu den 90.000. Wir bleiben optimistisch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Teil der Giacomo Army werden könntet, würdet. Freunde, ihr seht, ich habe meine Base schon mehr oder weniger drauf, denn richtige Base-Produkte, Foundation, Concealer, Puder, komme ich gleich zu, gab es nicht. Die Preise sind Tatsache recht okay gewesen. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht aber auch nicht, vor 2 Monaten habe ich ein Video gemacht zu Naked Beauty. Das ist auch eine Fast-Fashion-Marke, ich glaube nur online. Zara ist ja stationär und die haben auch Make-up rausgebracht. Unter anderem habe ich hier diese Face-Palette von Naked und die war qualitativ gut von den Produkten her, die war aber sehr, sehr teuer. Und mein Kritikpunkt bei der Sache war, dass sie einfach so ein bisschen in die Make-up-Welt reingegangen sind, was okay ist, aber kein Alleinstellungsmerkmal hatten, vom Packaging zumindest her. Das Packaging ist das Billigste, was man machen kann. Weiße Verpackung, nichts dran, keine Farbnamen, also sehr, sehr, sehr standardmäßig. Zaras Packaging ist auch weiß, aber, und das zeige ich euch jetzt mal, das ist extrem hochwertig. Das Ganze ist natürlich nicht bezahlt. Ich habe das alles selber bezahlt. Ich habe, glaube ich, 150 Euro ausgegeben oder so. Also es war eine ganz schöne Menge, Freunde. Aber das Packaging ist extrem hochwertig. Super, super schwer. Hartes Plastik. Und die Form, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, die ist so ein bisschen trapezförmig. Was mich daran ein bisschen stört, ist, dass sie in die falsche Richtung meines Erachtens trapezförmig ist. Also man macht sie so auf und dann hat man hier halt das Produkt. Das Coole ist, die Verpackung ist eine Standardverpackung. Das heißt, auch da haben sie so ein bisschen Geld gespart. Was okay ist, sie sind innovative, ja, weiß ich nicht. Sie sind gut dabei gewesen. Man kann hier diese Fännchen komplett rausnehmen. Und dann könnte ich jetzt dieses Puderfännchen hier rausnehmen und dieses Lidschattenfännchen hier reinmachen. Man kann die fertig kaufen, man kann die Lidschatten so kaufen. Man kann sogar, glaube ich, auch die Lidschatten einzeln kaufen. Also, oder immer im Zweierset. Also so, dass man wirklich für jeden irgendwie sich das so zusammenstellen kann, dass es einem gefällt. Und preislich, muss ich sagen, war das okay. Ich glaube, das teuerste Produkt waren 24 Euro. Ich glaube, für diese Lidschattenpalette ist viel, aber im Vergleich zu Naked ist es halt nicht viel, wenn man sich das allein das Packaging anguckt. Wir interessieren uns aber heute nicht fürs Packaging, sondern wir interessieren uns für das Produkt. Und ich würde jetzt vorschlagen, wir starten. Ich habe mir auch einen Pinsel gekauft. Es gab ganz, ganz viele verschiedene Pinsel. Preislich auch okay. Sehen recht gut aus. Alles sehr sleek. Alles mit dieser abgeschrägten Kante. Aber die Haare sind die billigsten Haare, die man machen kann. Also das ist dieses typische Pinsel-Polyester-Haar, was man von... Kennt ihr Claire's? Das ist dieser Kinderschmuck und so Aufkleber, kleine Plastikhandtaschen und so. Das sind dieselben Haare. Vielleicht funktionieren sie gut, ich weiß es nicht. Wir testen auf jeden Fall als erstes mal diese Farbe hier. Und ich bin mir nicht so sicher, was das war. Denn ich habe hier einmal einen Bronzer bzw. einen Konturton. Und dann hatte ich mir nochmal einen Ton gekauft. Der war aber in der Puder-Kategorie. Shade Range war schon okay, muss man sagen. Also vor allem bei den Puderprodukten war es für den ersten Launch okay. Schaut euch das bitte an. Der eine Ton, ich glaube der untere, den ihr jetzt hier seht, der ist so ein bisschen heller. Deswegen gehe ich jetzt als erstes mal mit einem kleinen Pinsel ganz leicht rein. Kickback, okay. Und setze mir das hier an die Kontur.
Ich glaube nämlich, dass das so ein bisschen eine Konturfarbe ist. Okay, extrem pigmentiert. Also wenn man damit sehr präzise ist, ich glaube, man muss so ein bisschen aufpassen bei der Farbe. Ich setze euch die Produkte natürlich unten einmal hin. Dass die so ein bisschen sehr grau ist. Deswegen hoffe ich, dass wir das Ganze jetzt so ein bisschen aufhellen können. Ich bin mir halt unsicher, denn ich habe hier noch so eine Dreierpalette und da ist auch ein Bronzerton drin. Wir benutzen jetzt einfach mal den hier. Auch hier ist das Coole bei dieser Palette, dass man einmal dieses komplette Fändchen rausnehmen kann. Man kann aber auch individuell die Fändchen rausnehmen. Also wenn beispielsweise der Bronzer, ihr den jeden Tag benutzt, dann könnt ihr euch den einzeln nachkaufen und hier mit reinpacken. Ich nehme jetzt hier mal so ein bisschen was von diesem Bronzerton auf. Was ich nicht mag, ist halt diese Dreierfändchen. Man kommt da immer nicht so gut rein. Oh Gott, die Kontur. Und damit gehe ich jetzt einfach hier rüber und probiere das so ein bisschen auszublenden. Da ist ein Shoot. Da ist so ein bisschen Glow mit drin. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Okay, die Kontur ist heavy today. Softe die jetzt nochmal so ein bisschen aus. Farbe gefällt mir jetzt aber sehr gut. Also ich muss sagen, hier gehen wir jetzt nur mal mit dem hier rein. Und jetzt seht ihr auch, der hat so einen leichten Bronzy Glow mit drin. Ne? Also im Vergleich, hier ist es eher matt gewesen. Und hier so ein kleiner Touch of Color. Es gab noch das hier. Ich weiß nicht, ob das eine Puder-Foundation war. Wir gehen damit jetzt auch nochmal rein. Kommt hier, knallen wir rauf. Oh ne, das ist glowy. Okay. Ja. Bin jetzt ehrlich, ist jetzt nicht schlecht, ne? Ich nehme nochmal den Pinsel hier. Gehe hier rein und trage mir diesen Ton hier. Ich weiß leider nicht, es steht leider nicht drauf. Hier so ein bisschen grobflächiger rauf und ihr seht, da ist sofort diese Bewegung mit drin. Also das ist kein matter Ton. Ich glaube, alle Farben hatten so einen leichten Schimmer mit drin. Ich mag das persönlich ganz gerne. Ich weiß aber, dass viele von euch das nicht mögen. Also ich sage es einmal dazu, ohne Wertung, die sind glowy. Und so gefällt mir das Ergebnis gar nicht schlecht. War aber auch bei Naked so. Also da muss man sagen, das ist jetzt noch keine Meisterleistung. Wir schauen aber weiter und probieren jetzt hier diesen Blush aus. Auch hier muss ich sagen, man kommt halt so ein bisschen doof ins Fännchen mit rein. Und den setzen wir uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen rüber. Auch der Ton ist glowy. Also auch der ist nicht matt. Aber das ist ein ganz, ganz, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ein ganz, ganz zarter Schimmerton. Ich mag das gerne. Wie gefallen euch die Produkte? Ihr könnt mir jetzt gerne mal ein kleines Feedback in die Kommentare schreiben, wie ihr so zu Schimmerprodukten steht. Also sieht gut aus. Ich mag es ganz gerne eigentlich. Wollen wir den Highlighter auch noch ausprobieren? Natürlich, oder? Habe ich noch einen anderen Highlighter? Nee. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen Pinsel von Bella und BH. Mit dem Code MAXIM10 spart ihr übrigens immer noch 10% auf alles bei BH Cosmetics. Der sieht sehr, sehr soft aus im Fännchen. Ja, aber ist gar nicht so soft. Sehr, sehr feinschimmrig. Also in keinem der bis jetzt benutzten Produkte sind sehr grobe Glitzerpartikel mit drin. Glitzerpartikel sind immer Partikel. Also das finde ich immer so süß, wenn Leute fragen, hey, kannst du einen Highlighter empfehlen, der keine Schimmerpartikel mit drin hat? Das funktioniert nicht. Also es gibt kleine und große, aber die sind sehr, 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 sehr klein. Schaut mal, hier. Finde ich jetzt persönlich nicht so schlecht. Muss man ja auch mal sagen. Das ist halt immer so das Ding, ne? Wenn eine Marke, die so, so bekannt ist wie Zara und man kann davon halten, was man will, mit Make-up rauskommt, dann ist natürlich so ein bisschen die Erwartung groß. Und ich muss sagen, als ich die Launch-Fotos gesehen habe, ich war excited. Und ich habe mich extrem gefreut, als die Produkte gestern angekommen sind. Versand war innerhalb von 1,5 Tagen, glaube ich, sogar da. Also es hat wirklich, wirklich gut und schnell funktioniert. Alright. Ich habe Lidschatten gekauft. Zwei Stück. Einmal eine komplette Palette und einmal hier in Grün. Auch hier gab es sehr, 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 sehr viele verschiedene Farben. Ich hole euch jetzt ein Stückchen dran und wir probieren sie aus. Hier seht ihr die Base jetzt auch nochmal von nah. Also ich muss sagen, ich finde es schön. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt so auch nicht gedacht. Womit ich mir aber ein bisschen unsicher bin, ist die Lidschatten. Ich finde, also das ist so eine Palette, die ist gut aufgebaut. Die grüne finde ich persönlich sehr, 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 sehr schwierig aufgebaut. Also es sind fast nur Schimmertöne. Hier sind aber drei matte drin. Deswegen probieren wir jetzt erstmal diese hier. Einen fluffigen Pinsel hier in diesen Transition-Ton. Hat auch ein bisschen Kickback, aber sehr pigmentiert am Pinsel zumindest. Und die setze ich mir hier schon mal in die Crease.
Es gab übrigens auch super, super coole Mono- bzw. Duo-Lidschatten. Die waren aber zum Zeitpunkt des Launches irgendwie noch nicht verfügbar. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon da sind. Da könnt ihr gerne mal auf der Zara-Seite gucken. Die haben eine komplette Landingpage dafür gebastelt. Sieht ganz gut aus. Schön pigmentiert. Doch, muss man sagen. Ein bisschen pudrig vom First Impression jetzt. Ich nehme jetzt denselben Pinsel und gehe hier in dieses Lila. Und gehe damit einfach hier nochmal rüber, um... Schön die Kombi. Weil die Farben mischen sich sehr, sehr gut. Mit dem Rest am Pinsel gehe ich jetzt nochmal hier so ein Stückchen höher, um alles in diesen rosa-lila Ton zu kriegen. Doch, schön, sehr, sehr weich. Nehme noch ein bisschen. Das ist krass, ne? Normalerweise ist ja bei diesen Brands, die Make-up rausbringen, einfach nur so ein bisschen Cash-Grab. Also in der Beauty liegt das Geld so ein bisschen. Allerdings ist das schon ziemlich, ziemlich gut. Ich nehme jetzt einen flachen Pinsel und gehe mal hier in den Schimmerton. Der sieht extrem weich aus und so ein bisschen feucht. Ja. Hat ein bisschen Schimmer drin. Und den setze ich mir direkt hier außen mal hin. Das ist so ein bisschen Cream-to-Powder-Formula. Also eher so ein bisschen cremig und wird dann pudrig auf dem Augenlid. Und gibt aber noch, wow, so ein bisschen Bewegung mit rein. Sehr schön. Ich nehme den Pinsel, drehe ein bisschen um. Gehe mal hier in diesen Peach-Ton, auch sehr, sehr cremig. Aber das ist ein... Das ist ein zarter Schimmer. Also das ist wirklich nur so ein Semi-Matt. Damit könnte man wahrscheinlich auch noch gut ausblenden. Und ganz vorne gehe ich hier in den hellen Ton. Ja, also die Schimmer sind jetzt tatsächlich so ein bisschen enttäuschend in der Palette. Was heißt enttäuschend? Das sind halt diese softe Schimmer, ne? Das ist aber auch so ein bisschen abhängig von dem, was man mag. Ich bin ja eher so ein bisschen extrem Schimmer. Aber ich glaube, dass man die sehr, sehr gut einzeln tragen kann. Ich swatch euch mal kurz diese Schimmertöne am Finger. Ja, also sie sind schon, könnte man auch wahrscheinlich als matt durchgehen lassen. Vor allen Dingen hier diesen Peach-Ton. Okay, der Look gefällt mir sehr, sehr gut. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier unten so ein bisschen lang, um es zu verbinden. Kann ich nicht sagen. Kann ich wirklich, wirklich, wirklich nicht sagen. Was sagt ihr? Auf der anderen Seite benutzen wir einen fluffigen Blendepinsel und gehen in dieses, das ist kein Grau, das geht so ein bisschen in die Khaki-Richtung. Sieht super spannend aus und ich habe ja neulich in dem Video gesagt, dass ich so ein bisschen auf der Suche nach grünen Lidschatten bin. Und ich fand die wirklich schön. Die hat mich so ein bisschen an die Fenty Beauty Snapshadows, generell alle Paletten haben mich so ein bisschen an die Snapshadows von Fenty Beauty erinnert. Finde ich ganz gut, weil sie sind halt günstiger, ne? Oder? Auch die Farbe ist gut pigmentiert. Das ist ein Blendepinsel hier, ne? Kein Packing Brush. Also ich komme wirklich immer mehr in den Genuss, so grüne Paletten rauszubringen. Alltagstaugliche grüne Paletten. Nehme mir noch einen kleinen Pinsel und gehe hiermit nach hier vorne. Und damit kann ich jetzt richtig das Pigment hier so hinpacken. Was ich hier schade finde, ist, dass hier nicht nochmal so eine andere grüne matte Farbe drin ist, mit der ich das so ein bisschen ausblenden kann. Deswegen mache ich den Pinsel von eben mal kurz sauber und gehe in diesen Bronzerton mit rein. Der ist ja auch so ein bisschen kühler und damit blende ich da hier oben einfach nochmal so ein bisschen lang. Ja, also ist natürlich jetzt nicht so pigmentiert wie ein Lidschatten, aber zum Ausblenden reicht's. Aufs bewegliche Lid gehen wir jetzt mal hier in diesen Grünton. Ja, also das ist auch kein super Metallic-Ton, sondern auch eher nur so ein zarter Grüntouch, aber gefällt mir gut. Ich nehme nochmal den helleren Grünton, gebe den hier nochmal so ein bisschen weiter nach vorne, ja. Und dann will ich hier mit der schrägen Seite hier wie so einen Strich hinsetzen und den kann ich dann ausblenden. Dann habe ich nochmal so ein bisschen mehr Bewegung. Also es verschluckt sich so ein bisschen. Test mal hier den Außen nochmal. Der ist schön. Kommt in der Kamera gar nicht so rüber, aber der ist sehr, sehr schön. Ich habe jetzt ein bisschen Kickback unterm Auge. Na, also die Farben sind schon gut pigmentiert. Die sind so ein bisschen gemuteter. Also die sind nicht so leuchtend, sondern sehr, sehr... Das ist schon ein bisschen Fashion, ne? Also dieses Softbraun. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass so Luxus-Make-up immer so ein bisschen toned down ist. Also ein bisschen weniger, ein bisschen subtiler. Zara ist jetzt kein Luxus-Fashion-Brand, aber es ist natürlich mal ganz spannend zu sehen, wie so eine Marke sich selbst positioniert im Beauty-Bereich. Und das fand ich schon völlig akzeptabel. Jetzt seht ihr das Ganze auch nochmal auf die Entfernung. Welche Seite gefällt euch besser? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also das ist schon schön, aber die grüne Seite gefällt mir auch. Also ich bin im Moment eh so ein bisschen auf dem Grüntrichter und diesem kühleren, obwohl wir jetzt gerade
hoffentlich mal Sommer kriegen. Jetzt kommen wir aber zu Produkten, die ich ein bisschen. Ach nein, ich habe noch was vergessen. Hier, schaut mal. Das Ding hat mich fertig gemacht gestern. Das sind lose Pigmente. Davon gab es, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Farben. Allerdings, vorsichtig, ne? Also, sobald ihr das aufmacht, fliegt euch überall Glitzer lang. Und ich swatche es euch einmal ganz kurz. Das ist halt ein loses Glitzerpigment. Und das finde ich schon ein bisschen schwierig. Ich nehme es mal auf den Finger und setze mir das viermal mit rüber. Da muss man echt vorsichtig mit arbeiten. Also, man kann das super schön ausblenden. Ich kann mir das bei dunkler Haut toll als Highlighter vorstellen. Aber es ist halt eine große Sauerei. Und ich glaube, dass die meisten Leute, die bei, ich weiß nicht, ob es in den Laden kommt irgendwann, wenn die da bei Zara vorbeigehen und sich denken, oh cool, Glitzer, und das dann zu Hause aufmachen und nicht wissen, wie sie damit arbeiten, ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht sehe ich das aber auch nur selber so. Also, das ist eine coole Sache und es hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, dass Zara sowas rausbringt, weil das ist schon eher so Pro-Make-up, würde ich fast sagen. Allerdings, das Ding hat ebenfalls diese abgeschrägten Kanten und das steht kaum gerade. Also, ich hatte das gestern auf meinem Küchentisch. Ich packe die Pakete immer in meiner Küche aus und hab die dann auf den Tresen gestellt. Und Girl, es ist andauernd umgefallen. Aber nicht so schlimm. Habe ich noch was anderes? Nee? Doch, natürlich. Was für die Lippen. Und auch da, und jetzt kommt, das ist schon echt ein krasser Move. Es gab viele verschiedene Lippenprodukte. Es gab Glossy-Lippenstifte, es gab kleine Lippenstifte und es gab große Lippenstifte. Ich habe mir einmal einen kleinen ausgesucht und der sah so aus. Super sleek, sehr einzeln. Aber, und jetzt haltet euch fest, das Ganze kam einzeln. Auch sehr gut, wenn man denkt, okay, man kauft halt immer nur dieses eine Produkt, man spart Verpackung. We stan. Wenn das der einzige Gedanke dahinter war, super. Aber ich habe das ja als ein Produkt gekauft, ne? Und nicht als ich nehme mir das und das, sondern das habe ich zusammen bestellt. Das Ding ist demontiert. Also es ist ein Arbeitsschritt in der Produktion gespart worden. Was bei, weiß ich nicht, wie viele hunderttausend Einheiten sie machen, schon preislichen Unterschied macht. Kann man aber sehr einfach zusammenstecken, ne? Also einfach so, zack, rein. Oh nein, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich bin so dumm, ne? Also man kann es zusammenstecken, theoretisch einfach. Damit wollte ich mir jetzt eigentlich mal die Lippenkontur ziehen, aber ich habe es, glaube ich, falsch drauf gemacht. Sehr cremig, hat keinen eigenen Geruch. Es riecht halt so nach typischem Lippenstift- und Mascara-Geruch. Es gab aber auch noch einen richtigen Lippenstift. Den fand ich gar nicht schlecht, die Farbe. Das ist der Cult Satin Nude Fiction Lippenstift. Und das Packaging gefällt mir sehr, sehr gut. Also da haben sie echt. Oh. Da war ich so ein bisschen, aber wie kriege ich denn das jetzt hier rein? Wartet mal. Na, bevor ich jetzt hier wieder kaputt mache. Also Deckel nochmal drauf, untere Seite, klack, abziehen. Aha, we stand. Okay, das ist einmal die Farbe. Ist auch alles sehr, sehr glossy, ne? Und ich habe mir nicht die glossy Lippenstifte gekauft. Also man braucht keinen Lipgloss mehr. Farben gefallen mir sehr, sehr gut. Und auch vom Tragegefühl. Das ist sehr, sehr nass auf den Lippen. Also das fühlt sich jetzt nicht an wie so ein normaler Lippenstift, sondern schon. What? Und das ist einmal der Look mit den Produkten von Zara. Also, Fazit: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht gewesen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Sachen so gut funktionieren und mir das so gut gefällt. Ne, ist jetzt nicht Rival de Loop, ist aber auch für. Ne? Zara ist ja auch nicht so günstig wie H&M. Wobei ich H&M-Make-up noch teurer finde. Also, es ist so ein bisschen kurios. Sie müssen sich, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen ausprobieren. Und für den ersten Launch war das gut. Hat mir Spaß gemacht. Ich mag die Sachen. Ich werde sie definitiv weiter benutzen. Vor allen Dingen hier diese Magnetpfännchen ist super, super cool, wenn man irgendwie als Make-up-Artist unterwegs ist. Dann nimmt man sich die hier raus, packt die in seine Magnetpalette und you're good to go. Schreibt mir doch gerne ein kleines Fazit in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie euch das Video gefallen hat mit der neuen Kameraperspektive. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf!